Alle Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Menschen sind Gleichnisse für die Gottesbeziehung und ihren unerschöpflichen Reichtum an immer neuen Perspektiven. Christus nennt sich unser Meister und unser Freund. Uns nennt er seine Brüder, Schwestern und Mütter. Also ist auch er das Kind unserer Seele. Er wird in unserer Seele vom Vater geboren, doch nicht ohne unser Zutun. Ist aber selbst wieder unsere Mutter im Bild von der Henne und den Küken. In entsprechender Weise sind die Beziehungen zwischen Paulus und der Gemeinde so reich, dass Paulus sich als ihren Vater, ihre Amme, ihren Lehrer und ihren Freund und Bruder bezeichnen kann. Diese Beobachtung, liebe Schwestern und Brüder, macht Hans Urs von Balthasar in einem Aphorismus. Und er kann uns noch einmal helfen, innerhalb von kurzer Zeit dieses Evangelium von heute zu bedenken. Denn offenbar sind die Sadduzäer mitten unter uns. Es gibt im Moment so eine Regelungswut, auch innerhalb der Kirche, als müsse hier alles entschieden werden. Den gleichen Denkfehler, den die Sadduzäer hier im Evangelium machen. Frage, gibt es keine Zukunft? Gibt es kein Weiter? Gibt es kein Danach? Dass jetzt alles endgültig entschieden werden muss? Diese Perspektivlosigkeit der Sadduzäer sitzt uns heute tief in den Knochen, auch kirchlich. Und manche von den modernen Sadduzäern denken sich da noch sehr zeitgemäß. Diesen Fehler sollten wir nicht machen, sondern was in diesem Aphorismus von Balthasar angedeutet ist, das sollten wir beleben. Jesus legt familiale Beziehungsstrukturen zugrunde für die, die er ruft und die in und unter seinem Namen leben sollen. Wir haben eben eine Fülle davon gehört. Das sollen wir beleben. Sonst wird unsere Vorstellung vom Jenseits, von Himmel, wie auch immer wir sagen, von unserer Zukunft, von unserer je persönlichen Zukunft, vielleicht bestenfalls ein Single-Himmel sein. Wer will das? Damit wollen die Sadduzäer Jesus damals aufs Korn nehmen. Nein, wir müssen nicht nur verstehen lernen, wer wir sind, sondern auch genauso leben.